Wax on, right hand. Woo. Wax off, left hand. Wax on. Hey Leute, heute habe ich ein neues Video für euch und zwar heute habe ich ein kleines Video, weil man mich darum gebeten hat, ob ich ein Top 10 Video machen kann zu den Smartphones, was mir jetzt am besten gefällt, und zwar hat das Bananenpflücker geschrieben. Hier das Kommentar jetzt mal eingeblendet. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ja, kann ich machen, klar. Nur das ist jetzt halt einfach so das sind einfach so meine Top 10 Smartphones, also die ich mir kaufen würde. Ich habe mir jetzt ja das Oppo Find 7 gekauft und das Video hat das auch geschrieben, der Bananenpflücker. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an. Und zwar, mein erstes Smartphone, was ich mir kaufen würde, wäre das LG G3 Smartphone. Steht jetzt hier so bei Amazon drin, das Smartphone. auf jeden Fall ist das auch ein sehr Top-Handy. Das hat auch das Quad-HD-Display wie das Oppo Find 7. Ist aber meiner Meinung nach ein bisschen besser verarbeitet und gerade mit der Taste hier hinten, wo man jetzt im Video sieht, finde ich das relativ geil und deswegen ist dann der Bildschirm hier, hat so einen dünnen Rand. Also das Smartphone ist echt Hammer, nur es war mir dann einfach ein bisschen zu teuer. Ja, dann würde ich sagen, jetzt kommen wir zum zweiten Handy und zwar ist das Oppo Find 7, wer hätte es gedacht. Also das ist auch das, was ich jetzt mir gekauft habe. Und also das Review kommt noch, das seht ihr dann. Ich finde es bis jetzt echt Hammer. Und ja, da möchte ich euch nicht zu viel spoilern. Also das hat auch das Quad HD Display. 5,5 Zoll, so wie das LG G3. Und sonst hat es echt alles drin. Also es hat 32 GB internen Speicher, 3 GB RAM und so weiter halt. Könnt ihr euch mal anschauen, Links in der Beschreibung. So, und jetzt kommt dann das HTC One M8. Das Handy finde ich vom Aussehen her richtig Hammer. Deswegen ist es so weit oben. Und von der Leistung her ist es auch ganz gut. Kommt halt nicht ganz an das Oppo Find 7 und LG G3 ran. Ja, ist halt auch wieder relativ teuer. Also für den Preis würde ich mir eher das LG G3 kaufen. War ja hier 593 und LG G3 war bei 520 Grad. Ja, das hat auch sehr gute Sachen und halt das Alu-Cover, das ist das Schöne eigentlich an dem Handy. Ja, dann kommen wir mal weiter zum dritten. Und zwar ist das dann das OnePlus One. Also das ist jetzt die internationale, glaube ich. Ja, das ist die internationale Version. Das ist nicht immer mit CyanogenMod, da muss man ein bisschen aufpassen. Und man hat das Branding nicht drauf, das CyanogenMod Branding auf der Rückseite. Das Handy, das ist immer noch das billigste High-End-Smartphone, also normalerweise, wenn es dann in Deutschland rauskommt, also wirklich rauskommt, ist bei 300 Euro in der 64 GB Variante ist dann bei 300 Euro. Und so ist es jetzt halt bei 400 Euro, also normalerweise ein bisschen billiger. An sich ist das Handy echt geil, nur mir gefällt einfach die Taktik nicht, was sie jetzt machen. Also sie wollten eigentlich schon im Juli das Handy rausbringen und jetzt zögern sie es halt immer noch weiter raus, also die wollen halt immer noch mehr an Werbung machen mit den ganzen Whites. Aber ich würde sagen, das haben sie jetzt schon verkackt. Also ich kaufe es mir jetzt nicht mehr, weil das einfach schon zu spät jetzt ist. So, Entschuldigung, da war jetzt ein kleiner Cut. Ich bin ein bisschen erkältet, wie man es vielleicht hört, und jetzt muss ich kurz mal schneuzen. Ich bin ja jetzt stehen geblieben bei der OnePlus One. Also mir gefällt es einfach nicht so, wie sie eigentlich die User oder die möglichen Käufer verarschen wollen und das immer nur weiter rausziehen wollen. Das gefällt mir einfach nicht, wie sie es machen. Aber trotzdem ist es auf dem vierten Platz. Also, ja. So, jetzt kommen wir dann zum fünften Handy und zwar ist das Motorola Moto X. Das ist eher ein Low-Budget-Handy, würde ich sagen. Das hat jetzt nicht die besten Specs, also es hat nicht mal ein Full-HD-Screen, hier 720p. Aber ich finde es echt Hammer. Also das war auch ein was ich mir vielleicht kaufen wollte, aber dann hat mich halt hier das 720p, da jetzt crasht, ja, schließen. Mir stören einfach die 720p, weil das hatte ich beim alten Handy sogar schon fast die Auflösung und das war mir jetzt einfach zu wenig. Immer diese Cuts, sorry. Auf jeden Fall ist das von der Leistung her echt gut, das Handy. Die Kamera sei auch ganz gut und ja, also das könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Das ist nicht schlecht, das Handy. Also gerade wenn man nicht so viel Geld ausgeben will, würde ich mir das kaufen. Oder eben dann das... Ah, jetzt steht das hier überall dran, ja toll.
So, oder das Google Nexus 5, das ist jetzt zwar auch schon wieder ein bisschen älter, hat aber immer nur echt gute Sachen eingebaut. Also, ich weiß nicht, wie alt ist das jetzt schon? Steht hier irgendwo ein Listendatum? Wann wurde es gelistet? Hier steht es noch nochmal. November 2013. Könnte hauen. Auf jeden Fall ist das Handy auch ganz toll eigentlich. Mir ist es nur ein bisschen zu kantig. Also, das ist meine Meinung. Ich habe es in der Hand gehabt. Ich fand es nicht so angenehm. Und an sich ist es wirklich toll, das Handy. Könnt ihr euch auch gerne kaufen. Das ist auch so bei 310 Euro wie das Moto X. Ich wüsste aber nicht, welches ich, also ob ich Google Nexus 5 oder Moto X kaufen würde. Also, das ist eine schwierige Entscheidung dann. Ich glaube, ihr ist Moto X. Weil es hat einfach Style. Also müsst ihr euch unbedingt mal anschauen, irgendwie ein Review oder so. Das hat echt gute Sachen, das Moto X. Und das Google Nexus 5, das ist einfach ein Raw Android, wo man halt selber viele Sachen ausprobieren kann und reinschneiden und machen und nicht schneiden. Was laber ich für Scheiße, Alter. Ja, könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, wenn ihr euch da entscheiden müsst zwischen 300 Euro. So, jetzt komme ich dann zum Sony Xperia Z2. Das Handy, das ist von der Leistung her auch ganz gut, also vergleichbar mit HTC One M8. Und das ist eben spritzwassergeschützt. Und nee, sogar wassergeschützt, glaube ich, bis irgendwie 2 Meter oder so, kann das sein. Aber nur für Süßwasser, nicht für Salzwasser. Manche Leute haben es in den Ozean mitgenommen und wollten da was filmen und ja, ist kaputt gegangen. Komisch. Auf jeden Fall, das Handy ist halt wasserdicht, das ist tolle und vom Design her finde ich das echt schön. Also, es kommt schon Richtung iPhone, finde ich. Und iPhone ist ja immer so das vergöttete Design-Handy, oh mein Gott. Nein, ich bin kein iPhone-Fan, das kommt ja auch nicht dran. Auf jeden Fall ist das echt schön, also vom Design her. Vorne und hinten Glas, an der Seite eben so eine Aluschiene, glaube ich. Und ja, von der Leistung her echt top. Kamera ist auch top, halt eine Sony-Linse, Sony-Sensor drinne. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten. Und das ist ein Nokia-Handy. What the fuck? Mit Windows Phone 8.1. Das ist, glaube ich, momentan so das High-End-Smartphone von Nokia, beziehungsweise mit Windows Phone drauf. Es hat ein 5 Zoll Touchscreen, ja 5 Zoll, mit Full HD. Hier und ist es besser dran, ne? 20 Megapixel Linse, ich glaube, die ist auch von. Nein, Zeiss. Zeiss sind Linsen, aber ich glaube, der Sensor ist auch von Sony. Auf jeden Fall hier Quad-Core, so wie die anderen High-End-Smartphones. Die Batterie ist ein bisschen wenig, finde ich. Aber es ist, glaube ich, okay. auf jeden Fall Windows Phone. Ich habe ja davor Windows Phone gehabt, vor meinem Android-Handy jetzt. War vollkommen zufrieden damit und bin mir am Überlegen, ob ich mir ein zweites Handy kaufe mit Windows Phone, weil ich es so toll fand. Ich hatte nur das alte Windows Phone und das neue, das, ja, das reizt mich schon ein bisschen. Weil hier gibt es jetzt einfach viel mehr Auswahl an Apps, hier mehr Einstellmöglichkeiten und alles viel schöner einfach. Und das ist eigentlich so, das High-End-Smartphone von Windows Phone ist eigentlich relativ teuer, finde ich. Also, wenn man Windows Phone mag und ein High-End-Smartphone will, dann muss man sich das kaufen. Es gibt nur Low-Budget Windows Phone. Ich glaube, das billigste ist gerade bei 100 Euro. So eins würde ich mir wahrscheinlich kaufen. Das glaube ich, das 630. Auf jeden Fall ist das auf dem Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt muss ich noch zählen. Idiot, Alter. Auf Platz 8 und vielleicht werdet ihr wundern, wo war Samsung? Samsung kommt euch jetzt auf Platz 9. Ja, das Samsung Galaxy S5 ist gar nicht so wie soll ich sagen, mein Favorit bei den Handys. Deswegen ist er auch wirklich weit hinten, auf Platz 9. Und es ist auch nicht so gut, das Handy, finde ich. Also, das hat zwar eine Full HD-Auflösung, ich glaube, Spritzwasser geschützt, 16-Megapixel-Kamera, ja, toll. Und ja, okay, und jetzt kommt Oppo Find 7. 5,5 Zoll, 1044p Bildschirm, 32 GB Speicher, 3 GB RAM und so weiter und so fort. Das hat das Samsung einfach nicht, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen älter, das muss man zugeben. Wann war das? Februar. Nee, eigentlich so. Nee, das ist ja noch gar nicht so alt. Auf jeden Fall ist es voll hässlich, auch hier hinten mit der Rückseite, mit dem gepunkteten Zeug da. Keine Ahnung, was das soll. Auf jeden Fall nicht so mein Style und echt teuer, 500 Euro dafür neu zahlen.
So, und jetzt kommen wir zum Low Low Budget Handy. Und zwar das Motorola Moto G, das zweite Motorola Handy. Also ich finde, die machen echt gute Handys zurzeit. Und was hier so geil ist, das ist die Einkerbung hier. Also ich hatte es auch schon in der Hand, das liegt echt gut in der Hand, weil es auch schön abgerundet ist. Ist zwar ein bisschen dicker, aber es liegt echt super in der Hand. Ist relativ klein mit 4,5 Zoll. 5 Megapixel Kamera, also das ist eigentlich so ein Handy. Das hat alles, was man braucht, aber nicht übermäßig viel. Und das ist das Schöne, also das Auto ist das ist das Raw Android, glaube ich. Hat Motorola nichts verändert, also nicht viel. Das sind ein paar kleine Sachen. Aber ich würde sagen, das ist echt, also das hat verdient, in der Top 10 zu sein, meiner Meinung nach. Da gibt es jetzt auch das Moto i, das ist noch billiger. Das kostet irgendwie 100 Euro, aber das ist dann nicht mehr so gut. Also das möchte ich nicht mehr benutzen unter Android, weil es dann, glaube ich, schon ein bisschen hängt und ruckelt. Nee, also dann lieber das Moto G. Also wenn ich viel Geld hat und ein Android-Handy will, kauft sich das Moto G am besten. Das kostet knappe 200 Euro, also nicht ganz. 180. Und gönnt euch das Handy, das ist Hammer, liegt gut in der Hand, ist klein mit 4,5 Zoll, hat ein HD-Display, also es hat eigentlich alles, was man braucht und das ist gut. Es hat kein LTE. Das ist der einzige Nachteil, aber LTE ist schon nötig teuer. Deswegen würde ich sagen, das war's jetzt mit dem Top 10 Video für die Smartphones. Ich muss das Video schneiden, danach kochen und dann sollte ich mir irgendwie hinlegen, dass ich noch vielleicht ein bisschen besser klinge und nicht so erkälter. Tut mir leid dafür. Auf jeden Fall war es jetzt wirklich mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, vor allem dir Bananenpflücker. Vielleicht hat es dir ein bisschen was weitergebracht, wenn du dir ein Handy kaufen willst. Und ja, ich würde sagen, das war es jetzt dann wirklich mit dem Video. Hoffentlich hat es gefallen. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Und schaut beim Unboxing vom Oppo Find 7 vorbei. Habt da ein Unboxing gedreht und einen 4K-Test. Das hat einfach 8 Stunden braucht zum Rendern und dann wieder 4 Stunden zum Uploaden. Ciao, Leute.